Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Conarium. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass die ursprünglichen Erbauer sich irgendwann verzogen haben und dann erst diese Ex-Base kam. Das alles liegt so weit zurück, dass keine Aufzeichnungen existieren. Und jetzt schauen wir uns mal um. Wir wissen, dass wir oben etwas enteisen wollen, aber noch nicht das richtige Zeug dafür haben. This stonework seems weak. Ist nicht stabiles Mauerwerk. Wir haben doch einen Hammer. This wall seems weak. I think I can tear it down with some effort. Na dann los. I can see light coming through a crack in the wall. The other side is probably hollow. Mach mal kaputt. Looks like this wall could be teared down with an effort. Aber doch hier, das, ausrüsten, C, Smash. Na los, geht alles. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Und noch ein Mann. Ein Ornament mit einer Gravur aus Metall in Sandstein, auf der ein Altar im Zentrum abgebildet wird. Vielleicht war Altar schon das richtige Wort. Okay, Altar. Du hast eine Trophäe gefunden. Noch was? Ja. Schon alles ein bisschen komisch aus. Okay. Okay. Oh. Looks like something's missing here. Ja, da muss ein Stein rein oder sowas, was? Es leuchtet rot. Hier ist ein Stein drin. These ivy-like plants are blocking the way. These plants release a poisonous gas when cut. Stimmt. Da hauen wir also nicht rein. Wir wollen uns ja nicht vergiften. Machen. Ja, ich will immer springen. Das wollen wir auch irgendwie aktivieren. Warum brennt hier Feuer? Sind das Särge? Oh, Mechanismus. Jetzt könnte ich etwas einsetzen. Looks like something's missing here. Okay, aber haben wir irgendwas in der Art? Nein. Das Gerät? Looks like something's missing here. Dann schauen wir uns weiter um. Können wir das etwa zerkloppen? Nein. Ich möchte bitte. Tatsächlich. Ich das schon? I can't move it. The eyes of the track is obstructing the movement.
jetzt scheinbar nach unten. Wo sind wir hier? Hier. Hier geht's nach unten. Hä? Das bisher übersehen, oder was? Stellen, wo so etwas prinzipiell eingesetzt werden kann. Was war hier? Genau. Große Teil. Probieren wir das doch gleich mal. The crystal I have doesn't fit here. Okay. Hier nicht. Vielleicht hier? Stimmt hier. Und los. Blau und strahlt die Pflanzen weg. Sehr gut. Und brummt. Hallo? Immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Das sind die Echsenwesen. Habt ihr auch gesehen, ich weiß. Die sind ja früher immer von da nach da gewandert. Dann schauen wir zuerst mal dahin, wo sie hergekommen sind. Ah ja. Dann gehen wir dahin, wo sie hingegangen sind. The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Okay. Sind das hier Codes oder was? Symbol on this stone is illegible. I don't remember this symbol. Ich auch nicht. Okay. Oh, das ist doch aber. That glyph doesn't ring any bells. Echt nicht? Was bist denn du für ein Wissenschaftler? Na gut. Dann nicht. Nicht? Aber an das hier auf jeden Fall. This symbol is exactly the same with the one I saw in the vision about repetition of specific symbols within the caverns below the base. Dann nehmen wir das mit, nur weil wir uns an das Symbol erinnern. Rötlicher Kristall und schwuppdiwupp kann ich die anderen nicht mehr anschauen. Das Rätsel war also die richtige Glyphe, das bekannte Symbol zu finden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hier hinten ist nochmal lang. Das sieht doch sehr nach dem aus. Der Nahkampf. Alter, was ist denn los mit dir? Ich nehme mir mal deinen Helm. Eine Federmaske, die ich vom Kopf eines ewig ruhenden Skeletts genommen habe. Die verblassten Farben, die sich noch auf den mittlerweile erstarrten Federn erkennen lassen, schließen darauf, wie farbenprächtig sie einst gewesen sein muss. Okay. Was ist das? Trophäe. Gut.
das auch sarkophagmäßig hier? Ist was drin? Ja. Da auch. Hey du, deine Kumpel. Ah, es verändert sich. Los, erschreck mich. From some of the bas-reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon-dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful-looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Was hast du da? Ich will das haben. Du hast nix. Okay. Hey, da läuft so ein Schleim lang. Und das ist definitiv eine Echse. These ivy-like plants are blocking the way. Hier kann ich anscheinend nachher noch Licht hinbringen. Ah, das kann ja heiter werden. Ich habe jetzt einen rötlichen Kristallstein aus der Vision. Aus der Vision. Da ist sie schon. Und rein damit. Tatsächlich, tatsächlich. Schön, schön. Können wir es jetzt hochdrehen? Hier. Und dann geht's hier ab. Dann geht's hier ab gleich. Haltet euch fest. Ich hoffe, ihr sitzt. Wenn nicht, setzt euch schnell hin. Schnell, schnell. Jetzt wird er blau. Los. Nein. Das hab ich nicht gedacht. Wollte ich gerade sagen, ist irgendwie das Gegenteil von dem, was ich erhofft hatte. Aber jetzt haben wir hier ein Zeichen in unser Notizbuch übertragen. Passt ja perfekt, als ich die Maschine mittels des Hebels in die Ausgangsposition zurücksetzte, wurde diese Glyphe auf die Wand projiziert. Top. Lass mich mal raus wieder aus dem Wasser. Was Neues? Nein. Was ist los, Kumpel? Vision, perhaps? Oh, I think somehow it has something to do with the intense headaches. Oh. Ich denke ja, die Kopfschmerzen haben was mit den Visionen zu tun, nicht andersrum. Blood? Oh ja. Aber nicht meins, ich hab Handschuhe an. Wo ist das Ding hin? Skelettiert. The way ahead is blocked by this curious vegetation. Okay, dann müssen wir jetzt nur die Stelle finden, an der sich jetzt irgendwas verändert hat, denke ich. Ist denn bitte noch was Neues? Wir nehmen wir einfach wieder mit, also. Sehr gut. Moment mal. Nein. Kann man vielleicht, wenn man schnell genug ist, das Ding... nehmen und durchpushen.
Nein, das nicht, aber man kann es in der Hand halten und dann gehen die auch weg. Sehr gut. Dann können wir ja damit jetzt hier durchgehen. Schön langsam und vorsichtig. Nice and slow. Ja gut. Sieht jetzt so ein bisschen wie der Außenbereich aus. Nein, ist jetzt ausgegangen. Ist ja doof. Leuchtet hell. Leuchtet nicht hell, es ist eine optische Täuschung. Leuchtet das Licht, was hier ist. Jetzt hänge ich aber hier fest, eindeutig. Conarium, was machst du mit mir? Kann ich mein Bierkristall aufladen? Tatsache. Und los. Lass mich durch. Ja. Fassen wir mal an. Starten das Raumschiff. Nee. Zuerst eine Linie. Ah, sehr schön. Alles klar, easy peasy. So, einmal quer rüber. Dann direkt wieder runter. Und dann nach ganz oben. Dann haben wir hier senkrecht einen Strich. Und hier so einen. Klar, der fuhr langsam, also so weit wird es nicht sein, aber ein bisschen unter den anderen Ebenen ist es auf jeden Fall. Hier sind normale Pflanzen. Wasser, diese Duschen. Ja. Na? Geheimnis? Hm. Quatsch mit Soße. Ausrüsten. Kloppen. So, widerstandsfähiger als das andere. Entdeckt. Sagen, sieht ein bisschen aus wie eine Grabkammer.
noch so ein Kopf. Nee, Gesichtsbedeckung diesmal. Eine wunderschön verzierte Maske aus Metall mit einem reptilienartigen Gesicht. Sie gibt keine Aufschlüsse darüber, welche Funktion sie damals erfüllte. Du hast eine Trophäe gefunden. Gut, ich nehme an, die haben einfach auch ab und zu mal Karneval gefeiert. Scheinbar nichts, oder? Nein. Okay, können wir auch nicht baden gehen. Nicht duschen, nicht baden. Gar nichts. Eine Schlange. Von wo bin ich denn gekommen? Da, oder so. Immer hier lang. Dark? Nein, falsch. Part of the strange flora is blocking the way here. Ja, okay, beruhig dich doch. Okay, schauen wir uns alles mal an. Yes, it is depicted here, our gateway out of this world. These reliefs clearly portray ancient Cornarium, the thing I have been searching for my whole life. As much as I can understand, that one depicts a seemingly dead city as an ever-living organism with lots of mummified bodies connected to the device. Incredible! And the other one depicts an ancient Cornarium which is connected to another one, most probably outside of this planet, or maybe out of this dimension. Oh my, this is just marvelous. Wieder was gelernt?